Liebe Studierende, es geht los, Statistik 1. Ich möchte heute Ihnen nur ein kurzes Einführungsvideo geben, wo ich die Veranstaltung als Ganze kurz vorstelle. Und wir springen auch wirklich direkt rein. Eine Statistikvorlesung stellt man sich als Studierende vielleicht etwa so vor: jede Menge Formeln und viele Worte, die versuchen, diese Formeln, diese Symbole wiederum zu erklären. Das ist nicht ganz falsch. Wir leihen uns natürlich viele mathematische Symbole aus, versuchen, wo es geht, Ausdrücke zu formalisieren, also Formeln zu benutzen. Bitte bedenken Sie auch, dass Sie die Formelsammlung bereits jetzt vorliegen haben. Die sieht jetzt vielleicht erschreckend aus, aber das ist einfach eine gute Sammlung, die Sie dann auch so später mal in der Prüfung vorliegen haben und später im späteren Leben auch jeweils nachschlagen können. Mein Vorschlag ist, drucken Sie die sich sogar einmal aus, legen Sie sich daneben, wenn Sie diese Videos hier anschauen oder wenn Sie sich mit der Statistik beschäftigen, damit Sie da nicht nebenher immer noch in andere Fenster rein müssen. Drucken Sie sich das doch einfach aus und dann haben Sie es vorliegen, können sich auch was reinkritzeln. Ganz so wird eine Statistikvorlesung hoffentlich nicht ablaufen, ganz so trocken und auch irgendwie fremdartig. So wird sie leider auch nicht ablaufen, so stellt man sich das als Dozent vielleicht vor. Ein wahres Feuerwerk. Ganz so ist es nicht, aber ich hoffe doch, dass wir einige auch ganz interessante Elemente für Sie dabei haben werden. Üblicherweise ist eine Statistikvorlesung irgendwie sowas. Man hat Slides, die versuchen, die relativ komplexen Konzepte runterzubrechen. Es ist immer ein Runterbrechen, was ich hier mache in der Vorlesung. Ein starkes Vereinfachen, was ich für uns, aber auch für Sie zur Einführung eben machen muss. Wir haben natürlich Formeln, wir haben Konzepte, die wir verstehen müssen. Wenn wir zusammen im Hörsaal wären, könnten wir auch mit Tafelbildern arbeiten. Das werde ich versuchen, teilweise hier zu ersetzen durch so ein bisschen iPad-Gescribble, werden wir sehen, wie gut das funktioniert. Ganz wenige Worte zu mir, für die von Ihnen, die mich nicht kennen. Auch ein herzliches Hallo an die Studierenden aus der Medieninformatik, die mich jetzt vielleicht persönlich im Hörsaal noch nicht erlebt haben. Ich habe in Konstanz Psychologie studiert und dann im Nebenfach, das gab es damals noch, beim Diplom musste man ein Nebenfach machen, habe ich mich im Nebenfach für Statistik entschieden. Das hat mich fasziniert. Gleichzeitig auch ein bisschen abgeschreckt, weil mir persönlich die mathematischen Aspekte, dachte ich, immer so gar nicht so liegen. Aber Mathematik in Anwendung, was Statistik und Stochastik letztlich sind, hat mich dann doch sehr fasziniert. Meine Arbeitsgruppe am Institut für Psychologie heißt Auditive Kognition oder Auditory Cognition, weil wir uns sehr viel mit dem Hören und dem Altern befassen und dem Denkapparat und wie der Denkapparat, also die Kognition, mit dem Hören und dem Hörsinn zusammenhängt. Wenn Sie wollen, können Sie da gerne mal reinschauen in unseren Publikationen, die Sie hier auch verlinkt finden, über Google Scholar zum Beispiel. Werden Sie sehen, dass wir in unserer Wissenschaft, in die viel mit Hirnforschung, also mit EEG, funktioneller Kernspintomographie abläuft, eben auch versuchen, relativ fortgeschrittene statistische Methoden zu verwenden und immer hier und da auch mal ein bisschen die Grenzen dessen pushen, was in unserem Feld in der Statistik so passiert. Aber ich und meine AG, wir sind letztlich doch auch Anwender von Statistik. Und das soll Ihnen aber auch zugutekommen, dass ich schon eher eine Anwenderperspektive auch habe als eine rein theoretische Perspektive, auch wenn Ihnen das vielleicht anders vorkommen mag teilweise. Ganz, ganz kurz vorneweg, was immer ich heute schon weiß, zum Ablauf dieses ganzen Moduls, dieser Veranstaltung. Wir sind ja im Sommersemester 2020, wann immer Sie dieses Video gucken, das ist das Semester, wo auf einmal der ganze Lehrbetrieb nicht in der Präsenzlehre stattfinden kann und wir quasi gezwungen sind, so ähnlich wie dieser Virus mutiert ist, sind wir jetzt auch gezwungen, relativ schnell zu mutieren und unseren ganzen Lehrbetrieb irgendwie auf ein anderes Level zu heben. Ob ein besseres oder schlechteres, sei dahingestellt. Jedenfalls machen wir jetzt alles online, offline, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, auf jeden Fall indirekter, wie Sie jetzt merken, per Videos. Wir wissen noch nicht wie, aber es wird eine Prüfung geben am Ende. Die Prüfung ist üblicherweise in diesem Modul auch eine klassische Klausur und die Prüfungsinhalte für diese Klausur sind zum einen das Vorlesungsskript,
Das heißt, die gesammelte Sammlung an Unterlagen, die Ihnen bereits heute übrigens zur Verfügung steht, wenn Sie in Moodle mal schauen, dort gibt es das ganze Vorlesungsskript. Das ist vielleicht nicht optimal und erfordert vielleicht auch noch Ihre persönliche Überarbeitung, Umstellung ein bisschen. Können Sie sehr gerne drin rumfuhrwerken, sich die Slides umkopieren etc., kommentieren. Aber es enthält eben auch einige relevante Zusätze, die wir im Video selber gar nicht abdecken. Also dieses Videoformat dieses Jahr hilft eigentlich, das nochmal klarzustellen, dass die Videos, die Vorlesungen nur so eine Art Taktgeber sein sollen für Ihren eigenen Lernfortschritt. Und der fordert schon immer und dieses Semester ganz besonders, dass Sie sich eben sehr eigenständig mit dem Material auch auseinandersetzen, was nicht einfach ist in der Statistik, das gebe ich zu. Aber sehen wir gleich, es gibt natürlich auch noch das Seminar und das sogenannte Staatscafé. Sie haben über das Vorlesungsskript hinaus auch eine Literaturliste, die ich Sie bitte ernst zu nehmen. Ich habe Ihnen dieses Semester das Leben auch noch ein bisschen einfacher gemacht und habe quasi alles von der Literaturliste in Moodle für Sie hinterlegt. Mit dem entsprechenden Schlüssel sollten Sie da auch rankommen. Außer das Buch von Wirz und Nachtigall, dazu habe ich leider keine elektronische Ausgabe. Um sich selber, Ihnen selber so ein bisschen einen Maßstab zu geben, wo Sie eigentlich stehen, haben wir auch eine DIN A4-Seite oder zwei DIN A4-Seiten mit sogenannten Lernzielen, wo Sie für sich nochmal prüfen können, wo stehe ich. Diese Lernziele haben dann immer dahinter, ich glaube, Sie können meine Maus sehen, solche kleinen Hinweise wie VL für Vorlesung, SE für Seminar und SS für Selbststudium. Das also von mir so Hinweise, wo ich glaube, dass Sie diese Lernziele am besten oder mit Hilfe welches Tools Sie diese Lernziele am besten erreicht bekommen. Sprich, sind es Inhalte aus der Vorlesung, sind es Inhalte aus dem Selbststudium oder aus dem Seminar. Oft auch alles drei. Die Vorlesung findet eigentlich freitags um 10 Uhr statt, CT, eigentlich im Hörsaal 1. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns dieses Semester gar nicht in der Präsenzlehre sehen. Wir wissen es heute, Stand, was haben wir, irgendwie 6. April, wissen wir das einfach nicht. Deshalb ist die Idee, Videos in Moodle zur Verfügung zu stellen, wie dieses. Skript, sprich die gesamte Vorlesung, aber auch für diese Videos jeweils die Slides, Ihnen so direkt nochmal zur Verfügung zu stellen und diese Prüfungsliteratur, die Sie bitte sehr ernst nehmen sollten. Zusätzlich versuche ich Ihnen zu der eigentlichen Zeit, freitags um 10, eine Art Livestream zu bieten. Das heißt, ich möchte dort nicht einfach nochmal die Vorlesung machen, sondern die Idee ist wirklich, reversing the classroom, Sie haben diese Inhalte verdaut zu dem Zeitpunkt, wenn Sie freitags sich vielleicht um 10 zuschalten und wir versuchen eher ein bisschen unterhaltsam, spaßig, vielleicht auch so eine Art Stats-Radio-Show zu machen. Die Idee ist völlig ins Unreine gedacht, mal gut sehen, wie gut es funktioniert. Die Idee ist auch dort vielleicht mal einen Studierenden zum Interview da zu haben, einen Hiwi von mir zum Interview da zu haben, vielleicht mal mit Malte Wüstmann oder Sebastian Puschmann, die ihre Seminare machen, oder auch vielleicht mit Daniel Wessel ein bisschen ein kleines Gespräch zu führen und Ihnen sozusagen die Möglichkeit zu geben, die Inhalte nochmal anders aufbereitet oder auch in Anwendung zu sehen. Aber das ist wirklich zusätzlich. Wer dort freitags um 10 jetzt, weil sein ganzes Leben komplett anders abläuft, dieses Semester arbeiten muss oder ähnliches, der sollte in der gleich gut dran sein. Also eigentlich ist das nur ein zusätzliches Angebot. Darüber hinaus haben wir dann natürlich das Seminar, in dem dieses Semester meines besten Wissens nach wir die Leistungsnachweise per Abgaben in Moodle machen. Was immer der Leistungsnachweis im Seminar genau sein wird, er ist die Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung. Ja? Sie müssen also entsprechend dieses Semester dort Leistungen erbringen bei Herrn Puschmann und Herrn Wüstmann, um dann für die Klausur zugelassen zu sein. Es gibt dann noch das sogenannte Stats-Café. Das ist dieses Semester alles andere als ein Café, leider. Aber trösten Sie sich, es war früher auch schon leider nicht ganz so viel Café, wie ich mir das immer gewünscht hatte. Das ist im Prinzip ein ganz niederschwelliges Angebot für Sie nochmal, wo ich mich als Professor auch ein bisschen im Hintergrund halte, tauche ich vielleicht mal auf. Aber das ist in erster Linie was, wo Sie ganz unbefangen hoffentlich nochmal Ihre Fragen
stellen können, letztlich an Tutorinnen und Tutoren, sprich Hilfskräfte aus meiner AG, statistisch interessierte Studierende aus den höheren Semestern sind das alles. Auch Würstmann, Puschmann werden dort mal vertreten sein oder auch eben mal ich. Und dort können Sie einfach nochmal sich auch untereinander austauschen, Fragen stellen. Und die Idee ist, dass wir das dieses Semester in so einer Art Live-Chat, quasi Live-Chat in Moodle machen, sprich das, was man dort in Moodle ein Forum nennt, haben wir dort eingerichtet. Und die Idee ist, dass dort zur klassischen Zeit, wann eigentlich immer das Staatscafé stattfindet, nämlich montags um 13 Uhr, dort dieser Live-Chat unter dem Namen Staatscafé auch passiert. Wenn Sie jetzt mal in Moodle schauen nebenher, sehen Sie das dort schon. Ich selber habe meine Sprechstunde dienstags um 1. Das ist so, wenn ganz normaler Lehrbetrieb ist und es wird auch dieses Semester so sein. Sprechstunde wird wahrscheinlich bedeuten, Sie können mich einfach anrufen unter dieser Telefonnummer und mir eine Frage stellen. Und ich gehe davon aus, dass wir das dieses Semester ein bisschen mehr nutzen, weil wir sonst nicht miteinander sprechen können. Oder Sie können auch in meinen WebEx-Besprechungsraum kommen. Das werde ich in Moodle aber nochmal reinschreiben, wo Sie mich quasi zu dieser Zeit sonst noch erreichen können. Statistik erfordert, dass man ein bisschen rechnet, hier und da, und wenn es nur kleine Kontrollrechnungen sind. Der große Vorteil ist jetzt, Sie sitzen alle an irgendwelchen Endgeräten, irgendwelchen iPads, Tablets, Computern, und dort sind ja überall Taschenrechner eingebaut. Wenn Sie sich also mal für diese Veranstaltung damit vertraut machen, wo Sie immer schnell Ihren Taschenrechner haben, ist das auch ganz nützlich. Dann können Sie auch mal ein bisschen nachrechnen, was ich hier so erzähle. Und in der Klausur wird es natürlich auch so sein, dass Sie einen kleinen Taschenrechner vorliegen haben. Entweder Ihr in Schleswig-Holstein zugelassenes Abiturmodell, was Sie vielleicht noch haben, oder ein einfacher Taschenrechner. Es gibt dazu auch ein Merkblatt in Moodle, auf dem nochmal steht, welche Taschenrechner zugelassen sind. Die Literatur werde ich jetzt hier ein bisschen überspringen, weil wir nochmal in Moodle die Literatur gut hinterlegt haben. Ich werde jetzt hier nicht auf die Literatur eingehen, aber möchte stattdessen lieber jetzt die letzten Minuten noch nutzen, um mit Ihnen über den eigentlichen Inhalt zu sprechen. Was ist denn Statistik? Man kann sich die Statistik, wie wir sie begreifen, wie wir sie nutzen, erstmal vorstellen als einen Teil der Methodenlehre. So ist es in der Psychologie, aber auch in der Medieninformatik letztlich definiert. Wir denken, dass es wichtig ist, sie in Statistik auszubilden, weil wir sie in Methoden, in ihren Forschungsmethoden ausbilden wollen. Statistik ist aber natürlich ein bisschen mehr als nur die Methode oder nur eine Hilfswissenschaft für die empirischen Sozialwissenschaften, für die Psychologie, die Informatik oder Medieninformatik. Man kann ganz allgemein sagen, dass Statistik eigentlich die Lehre von den Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen ist. Wie wollen wir also mit quantitativen Informationen, sprich mit Zahlen, umgehen? Das ist ziemlich, nach der Definition, ziemlich genau das, was man heute neudeutsch als Data Science, also Datenwissenschaften, bezeichnet. Wenn man es ein bisschen konkreter macht, könnte man sagen, Statistik ist nicht nur eine Lehre oder eine Wissenschaft, sondern es ist auch einfach die Praxis, bezeichnet die Praxis, Daten zu sammeln, auf Collecting, und zu analysieren, also Analyzing, Numerical Data, das ist das, was oben quantitative Informationen heißt, also the Practice of Collecting and Analyzing Numerical Data in Large Quantities. Und hier noch dieser Zusatz in eckigen Klammern ist ganz lustig. Especially for the purpose of inferring something. Proportions lassen wir mal weg. Especially for the purpose of inferring. Also schließen etwas in einer Population, in a whole, from those in a representative sample. Also wir sammeln Daten, wir analysieren Daten. Und warum tun wir das? Wir tun das, weil wir was wir eigentlich nicht wissen können, die ganze Population kennen wollen oder möglichst einer akkuraten Beschreibung nahe kommen wollen, eine Schätzung erreichen wollen, indem wir eine repräsentative Stichprobe betrachten. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen kurz quatschen. Wenn wir eine Studie machen, das kann eine Bachelorarbeit sein, das kann aber auch eine große Erhebung zur Übertragbarkeit eines Virus sein, dann ist es immer erstmal eine Stichprobe. Wir sehen hier in diesem Bild eine kleine Gruppe von Personen, die zum Beispiel vielleicht hinsichtlich ihres
Lebensalters vermessen wurde. Dann sehen Sie hier klein x quer gleich 40. Also vielleicht ist das mittlere Alter in unserer Stichprobe hier ist 40. Die Grundidee, die uns das ganze Semester dann immer mehr zunehmendem Maße beschäftigen wird, ist, dass diese Stichprobe natürlich nur ein Auszug aus einer ganzen Population darstellt. Einer Population, einer Grundgesamtheit, kann man auch sagen, von Personen, von Beobachtungseinheiten. Das müssen keine Personen sein, das könnten auch irgendwelche Organismen, irgendwelche Firmen sein. Über den Begriff der Population haben wir in der Psychologie sehr ausführlich in den Grundlagen der Empirie besprochen und die Studierenden aus der Medieninformatik werden sich mit diesem Unterschied entweder bitte nochmal in dem Kapitel von Schäfer, was ich Ihnen auch letzte Woche schon zur Verfügung gestellt habe, nochmal nachlesen oder Sie werden sicher auch mit Herrn Wessel diesen Unterschied Population-Stichprobe nochmal besprechen. Also, diese Population, die kennen wir nicht, die würden wir aber gerne kennen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es in dieser Population eine Art wahren Wert gibt, das bezeichnen wir auch als Parameter. Der ist hier mit so einem griechischen μ angezeichnet. Also griechischer Buchstabe heißt, wir sprechen über was Unbekanntes, über die Population, einen Mittelwert, der hier etwa 50 beträgt. Details werden wir natürlich noch sprechen, das mit dem griechischen Buchstaben, das müssen Sie jetzt noch nicht so genau verstanden haben. Aber unbekannte Population, aus der haben wir eine Stichprobe gezogen. Wir hätten aber auch, wenn der Zufall es gewollt hätte, leicht andere Stichproben hätten bekommen können. Oder Ihre Kommilitonen hätten in ihrer Bachelorarbeit zum Beispiel vielleicht eine leicht andere Stichprobe aus derselben Population gezogen. Mit leicht anderen Mittelwerten, wie Sie hier sehen. Da wäre dann einmal 45 ausgefallen, einmal 50, einmal nochmal 50, mal 55. Diese Mittelwerte hier, die wir bezeichnenderweise mit lateinischen Buchstaben versehen, das sind sogenannte Statistiken oder letztlich Schätzungen. Wir benutzen diese Statistiken, um den wahren, unbekannten Wert in der Population zu schätzen. Ja? Das eine ganz, ganz wichtige Grundidee der Inferenzstatistik, der schließenden Statistik, die uns das ganze Semester begleiten wird. Wir können also sagen, unser Fach ist erstmal eine Hilfswissenschaft, die wir benutzen, um Daten besser zu verstehen, um möglichst gute Schätzungen zu bekommen, dessen, was in der gesamten uns interessierenden Population, in einer schlecht zu studierenden großen Grundgesamtheit eigentlich los ist. Und dann können die empirischen Fragestellungen, die wir dann verfolgen, relativ abstrakt eigentlich sein. Wir können fragen, sind Frauen ganz generell schlechter bezahlt als Männer in unserer Gesellschaft? Unsere Gesellschaft wäre dann vielleicht, sagen wir mal, das deutsche oder der deutschsprachige Raum, das ganze Wirtschaftssystem hier. Und wir wollen eine Aussage treffen, die wirklich in dieser Gesamtheit für alle weiblichen und alle männlichen Teilnehmer am Arbeitsmarkt gilt. Oder auch das nächste Beispiel, verschlechtert Depression das Gedächtnis. Hören Sie den Unterschied? Ich sage nicht, war die Depression oder war das Gedächtnis schlechter in den 5 Patienten mit einer depressiven Diagnose, die ich gerade für meine Bachelorarbeit eingeladen hatte, verglichen mit 5 anderen, die ich bei Becker Jungen getroffen habe. Das ist das, was ich eigentlich letztlich mache, wenn ich eine Studie durchführe. Aber die Aussage, die ich treffen möchte, ist viel größer. Ich intendiere etwas über Depression im Allgemeinen oder Gedächtnis im Allgemeinen zu sagen. Und dieses Überführungsproblem, diese Aussage von der Stichprobe hin zur Population hinzubekommen, da hilft uns die Statistik. Genau. Dazu vielleicht auch nur noch kurz einige Beispiele von Dingen, die uns beschäftigen werden in der Statistik. Ein Beispiel, was manche von Ihnen, die bei mir studiert haben, vielleicht sogar so schon mal gesehen haben, ein bisschen anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir eine empirische Erhebung durchführen, haben wir als gar nicht so unübliches Ereignis etwas wie das hier gezeigte. Es geht uns darum zu fragen, wie viel Fehler macht eigentlich ein Proband in einem kleinen visuellen Gedächtnistest mit vielleicht 10 Items, also 10 Fragen, die wir ihm stellen, 10 Aufgaben letztlich. Und das Ganze machen wir mit 6 Patienten, die eine Diagnose Schizophrenie tragen, die vielleicht deshalb bei uns in der Psychiatrie hier aufgetaucht sind, und 6 gesunden Kontrollprobanden.
Und dann bekommen wir als Anzahl Fehler hier für die Patienten, zum Beispiel der erste machte ein Fehler, der nächste machte vier Fehler, dann machte einer sechs Fehler, drei Fehler, sechs Fehler und so weiter. Bei den Kontrollen, wenn wir da hinschauen, zwei Fehler, drei Fehler, ein Fehler, vier Fehler, ein Fehler, drei Fehler. These are the data. Das sind unsere Daten. Die deskriptive Statistik, mit der wir uns die ersten Wochen jetzt beschäftigen werden, die fragt, irgendwie ist es nicht optimal. Also das sind einfach nur Zahlenkolonnen und es waren jetzt hier nur 12 Datenpunkte. Was, wenn das 3000 Datenpunkte sind oder 200.000 Datenpunkte? Wie kann ich ganz generell Daten bündiger zusammenfassen? Wir sprechen da auch von aggregieren. In was für Maße kann ich die überführen? Der Mittelwert ist sicher einer, von dem zu sprechen sein wird. Irgendwie wird es auch so ein bisschen darum gehen, zu beschreiben, wie stark die Daten eigentlich streuen. Also wie unterschiedlich sind denn die Patienten untereinander oder die Kontrollen? Was sind überhaupt zu erwartende Werte, die so auftreten in so einer Variable Anzahl Fehler? Das sind Fragen der deskriptiven Statistik. Und die schließende oder Inferenzstatistik, die möchte dann darüber hinausgehen. Die möchte sagen, machen Patienten, hören Sie wieder hier die ganz allgemeine Fragestellung, machen Patienten ganz allgemein oder Patienten mit Schizophrenie ganz allgemein mehr Fehler als Kontrollen. Dieses einfach mehr Daten erheben führt aber in der Statistik auch zu ziemlich großen Problemen. Das heißt, wir werden uns gegen Ende des Semesters sehr ausführlich damit beschäftigen müssen, wie jetzt hier eine solide Schlussfolgerung und auch Entscheidung wirklich daraus wird. Dazu finden Sie in den Slides noch einige Beispiele, auf die ich heute jetzt im Interesse der Zeit nicht eingehen möchte. Eins möchte ich Ihnen aber nur kurz zeigen. Wir hatten hier eine Studie, die hat vor einigen Jahren, das war glaube ich 2013, 2014, hat die ziemliche Wellen gemacht. Eine Studie, in der versucht wurde, auf Facebook, also der Social Media Plattform, letztlich die Stimmung von Kunden, muss man ja sagen, wir benutzen ja alle Facebook als Kunden, die Stimmung zu manipulieren, zu beeinflussen, indem den Leuten gezielt, und das war ein echtes Experiment, und denen wurden entweder gezielt für eine Woche sehr viel positive Inhalte, also sehr viel Katzenvideos oder irgendwie nettes, aber harmloses, letztlich belangloses Zeug, in die Timeline gespült, und anderen wurde gezielt negative Inhalte, also vielleicht ein bisschen mehr Klimawandel, ein bisschen mehr Kriegsgeschehen etc. in die Timeline gespült. Ethisch extrem fragwürdig, weil völlig unklar ist, ob sie sowas jemals zugestimmt haben. Es gab natürlich keine offensichtliche Einwilligung. Man kann nur argumentieren, dass sie in sowas eigentlich indirekt eingewilligt haben, indem sie sich bei Facebook mal registriert haben und die Geschäftsbedingungen akzeptiert haben. Aber sehr ethisch sehr fragwürdige Sache. Aber diese Studie ist eben aus einer anderen Hinsicht auch noch sehr fragwürdig, nämlich diese Studie fand jetzt, dass tatsächlich die Leute, die eher die negativen Inhalte eingespielt bekamen, auch tatsächlich etwas mehr, und dieses Etwas, darüber wird zu reden sein, etwas mehr negative Inhalte selber produziert haben. Also in ihren Status-Messages, die sie dann da so damals noch geschrieben haben, haben die Facebook-Forscher gezählt, wie viel negativ konnotierte Worte denn darin auftauchen oder wie viel positiv konnotierte Worte. Und dann gibt es sozusagen hier eine Reduktion der negativen Worte für die einen positiven Content eingespielt bekamen, beziehungsweise für die einen negativen eingespielt bekamen, eine leichte Zunahme an negativen Worten. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir werden bei dieser Studie sehen, dass der sogenannte Effekt, also das, was das wirklich gemacht hat, Effekt kann man sich sehr vorstellen wie ein Effektor in der Physiologie, eine Auswirkung wirklich. Der Effekt, den diese Manipulation hatte, sprich, wie viel mehr negative Worte haben denn die Menschen produziert, der war sehr, sehr, sehr klein. Nichtsdestotrotz war es ein statistisch signifikantes Ergebnis. Warum war das so? Weil eine riesige Stichprobe untersucht wurde. Es wurden fast 700.000 Datenpunkte hier erhoben, während nochmal Sie in Ihrer Bachelorarbeit vielleicht 20, 40, 60 Datenpunkte haben werden, wenn es viel ist, hatten die 700.000. Und es wird eine ganz wichtige
Message am Ende des Semesters eigentlich sein, dass wir sagen, wir müssen sehr aufpassen, wie groß ist eigentlich unser Effekt und wie groß ist unsere Stichprobe, denn zusammen ergibt sich daraus das, was wir dann statistische Signifikanz nennen. Generell wird unser Umgang mit Wahrscheinlichkeiten eine große Rolle spielen. Dazu vielleicht ganz zum Schluss eine ganz kleine Geschichte, um sie in einen etwas anderen, so ein bisschen in das Denken reinzukriegen, was wir hier verfolgen werden. Ich erzähle Ihnen eine ganz kleine Geschichte mit ein, zwei Sätzen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen die Information, in der Uni-Bibliothek hat jemand Ihre Tasche vergessen. Frage an Sie, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das eine Studierende ist, von der wir hier sprechen? Wahrscheinlich hoch, würden Sie sagen, weil Uni-Bibliothek. Ja, das heißt, in Ihrem Kopf bildet sich jetzt so eine Art subjektive Wahrscheinlichkeit, und das ist ein Wahrscheinlichkeitsbegriff, den wir auch streifen werden, ein bayesianischer Wahrscheinlichkeitsbegriff. Jetzt gebe ich Ihnen aber eine Zusatzinformation, jetzt kommen neue Informationen rein, Achtung, nämlich die Tasche enthielt unter anderem Blutdruckmedikamente und ein Opernabo. Was ist jetzt mit der Wahrscheinlichkeit in Ihrem Kopf passiert, Ihrem Glauben daran, dass dies eine Studierende war, von der wir hier reden? Die ist doch runtergegangen, oder? Durch die Information Blutdruckmedikamente, Opernabo. Das heißt, was Sie gerade gemacht haben, ist, Sie haben erstmalig vielleicht aktiv ein sogenanntes Belief Updating durchgeführt. Sie haben gesagt, ich hatte eigentlich eine Hypothese und deren Wahrscheinlichkeit, dass die wahr ist, hat sich jetzt gerade verändert durch neue Informationen, durch neue Daten, die reingekommen sind. Und dieser Idee werden wir eben auch nachgehen in der Statistik. Wir werden Hypothesen, Modelle der Welt, Vorstellungen von der Welt herausfordern, testen, ist übrigens ein anderes Wort für herausfordern letztlich, durch Daten. Wir werden sagen, passen die Daten, die wir erhoben haben, eigentlich zu den Vorstellungen, die wir vorher hatten? Oder ist es nicht so, dass wir dann diese Vorstellungen, diese Grundannahmen vielleicht verwerfen müssen? In dem Fall zum Beispiel die Grundannahme, dass es Studierende ist, ob wir die gleich verwerfen würden, sei dahingestellt, aber wir würden sie auf jeden Fall etwas zurückdimmen und vielleicht eher glauben, dass dies eine ältere Person war. Das war gerade im Kleinen eine bayesianische Art zu denken. Das machen wir dann gegen Ende des Semesters noch. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, dass Sie in diesem Kurs lernen, also statistisches Handwerkszeug kennenlernen überhaupt mal, dass Sie Ihr Gehirn schulen im Umgang mit Statistik. Dieses Kaninchen vor der Schlange einfrieren, was man manchmal hat, wenn man Formeln sieht, wenn man statistische Sachverhalte hört, das möchte ich ein bisschen wegnehmen, dass Sie sagen, was kenne ich daran, wie kann ich mir so eine Formel auch zerlegen, was sind bekannte Anteile, die ich mit neuer Information integrieren kann, das würden wir als Statistical Cognition bezeichnen und das wollen wir hier auch ein bisschen lernen. Damit legen wir eine Basis für Ihre Fähigkeit, Forschungsergebnisse auch später in allerlei Berufen ganz unterschiedlicher Natur, aufgeklärt, kritisch selbst zu beurteilen und zu hinterfragen. Und insofern starten wir hier nur in ein hoffentlich lebenslanges Lernen, mit quantitativen Daten umzugehen, Data Science. Damit bin ich am Ende von dieser ersten Vorlesung. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit 7 großen Themen befassen. Es werden nicht 7 Videos sein, es werden mehr werden, aber es wird immer um das Folgende gehen. Wir werden beginnen, Deskriptivstatistik zu betreiben. Das wird es wahrscheinlich Video 2 und 3 sein. Wir werden sogenannte univariate Verteilungen, also Verteilungen von nur einer Variable, von einem Merkmal, beschreiben in Worten und messen letztlich. Wir werden Maße kennenlernen, um Verteilungen zu beschreiben. Dann schauen wir uns an, wie mehrere Variablen zusammenhängen, zwei, nämlich bivariate Zusammenhänge und was für Maße wir dort nutzen können. Dann gehen wir quasi über die Wahrscheinlichkeit, Stochastik, Kombinatorik, wir machen sozusagen Sprung, wir benutzen das, was wir in der deskriptiven Statistik gelernt haben, das Vokabular, und wenden es jetzt aber an auf sogenannte Zufallsvariablen, Variablen, wo wir uns a priori der Datenerhebung schon überlegen, wie werden die wohl verteilt sein. Und dieses Instrumentarium, das ist ganz wichtig, um dann zu sagen, jetzt können wir nämlich schätzen, jetzt können wir anfangen, Rückschlüsse auf die unbekannte Population zu ziehen. Wir wollen uns dem sogenannten Schätzdenken annähern.
Da würde es um Konfidenzintervalle, um Schätzfehler gehen und dann das sogenannte Testdenken, also Signifikanztests, Entscheidungen herbeiführen. Soll ich die Hypothese verwerfen, soll ich sie nicht verwerfen? Und dann haben wir zum Abschluss einen Ausblick auch kurz in die bayesianische Statistik, letztlich Alternativen zum klassischen Signifikanztest. Und das ist so das Curriculum, was Sie hier auf diesem letzten Slide sehen, was wir in Statistik 1 schaffen wollen.